Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Kommt mit, wenn wir sagen, wir trainieren die Bauchmuskeln und den Bizeps. Die ultimative Erholung. Ja? Meine Muckis haben Überstunden geschoben. Wirst schon sehen. Wisst ihr, was jetzt dran kommt? Nachdem Tifa Amina mit Bravour geschlagen hat, zeigen auch die anderen Mitglieder in Jinans Fitnessstudio Interesse. Beeindrucke bei dieser neuen Herausforderung mit deinen gestählten Muskeln und lasse sie im Schweiß funkeln. Wenn ein grüner Ring erscheint, drücke L2R2 halb, bis sich die Anzeige gefüllt hat. Drücke erst dann die ganze Taste durch, um die Sit-Ups fortzusetzen. Je mehr Sit-Ups du machst, desto schwerer lassen sich die Tasten drücken. Nur halb, okay. Ja, das wird man sehen wahrscheinlich, ne? Gegen Senran antreten. Sit-Up-Duell Anfänger. Natürlich. Anfänger. Danach kommt Fortgeschritten und Profi. Wie lange gegen werden wir heute brauchen? Das stellt alles in den Schatten. Einfach perfekt. Kann mich gar nicht satt sehen. Ich hab halb gedrückt. Das mit grün müssen wir rauskriegen. Diese Energie. Der Wahnsinn. Geballte Muskelkraft. Traumhaft. Perfekt synchronisiert. Ich weiß nicht, wo es einen Halb reingedrückt. Das funktioniert nicht. Ich finde das scheiße, dieses Teil. Wir verlieren nur wegen diesen Halb reingedrückt. So muss es sein. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Perfekt. Los, da geht doch sicher noch mehr. Ja, wir hätten gewonnen. Dann nochmal versuchen. Ich schneide erst, wenn wir sehr, sehr viel falsch machen. Es geht ja jetzt ein paar Minuten nur, ne? Aber wie ist halb reindrücken da? Ich habe halb reingedrückt, er hat das aber gar nicht angezeigt. Einfach perfekt! Ihr seid beide unglaublich. Diese Energie. So muss es sein. Perfekt. Ach so, L2 nur. Ich habe R2 noch mitgedrückt. Das ist vielleicht, weil ich dachte, man muss das steht alles in den nur eins von beiden leicht reindrücken. Kann mich gar nicht satt sehen. Bleiben. Können wir nochmal neu starten? Danke. Jetzt habe ich es aber, ob es funktioniert, ist eine andere Sache. Man hat in diesem Controller hinten in den Triggern einen Widerstand drin, ja? Und weil der da ist, drückt man Dollar und dann trifft man nicht die Mitte. Ich will aber die Mitte treffen. Hinreißend. Einfach perfekt. Das stellt alles in den Schatten. Du hast es drauf. Ich hab doch jetzt gemacht, oder? Der stand bis dahin und dann reindrücken. Das funktioniert voll scheiße. Wer hat sich das einfallen lassen? So muss es sein. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Hinreißend. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Gerne nochmal. Wir schaffen es gleich. Na los, dann zeig das mal, was du kannst. Das Hintereinanderdrücken, das Gelbe, war viel, viel besser, ja? Das ist echt. Und man hat auch keine Zeit, das zu machen, ne? Weil Tifa sonst irgendwann hinfällt. Ich habe einfach kein Gefühl im Finger. Ich finde, das. Ihr seid beide unglaublich. So muss es sein. Geballte
volle Muskelpower. Der Wahnsinn! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Kann mich gar nicht satt sehen. Das stellt alles in den Schatten. Glaub, jetzt hab ich's raus. Ihr seid beide unglaublich. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Gut, dass wir es geschafft haben. Dieses halb reindrücken, das macht aber auch nicht. Gut, dass wir noch nicht mal schneiden müssen. Das waren jetzt kurze Versuche, ne? Aber wir werden auf jeden Fall schneiden, wenn das zu viel ist. Wieso komme ich nicht gegen dich an? Darum. Weil das nicht funktioniert. Wieso? Heute bin ich in Topform. Das ist gut. Nein, das ist Anfänger. Dann treten wir jetzt gegen ihn an. Mit einem kleinen Muskelrendezvous. Natürlich. Auf geht's. Fortgeschritten. Oh Mann, nur mir blüht alles dann hier. Bring ich dir mal etwas Stimmung in die Bude. Ne? Bisschen Stimmung. Echter Wahnsinn! Hinreißend! Also geht das jetzt über Kreuz? Heiliger Waschbrettbau! Traumhaft! So muss es sein! Ja, weiter so! Ich komme durcheinander mit den Überkreuz. Das ist das Haus vom Nikolaus. Der Wahnsinn! Nochmal neu. Das haben wir ja verkackt. Nochmal neu. Du musst den Rhythmus fühlen. Ja, natürlich. Aber kann es nicht gleich sofort losgehen? Du musst den Rhythmus fühlen. Echter Wahnsinn! Ihr seid beide unglaublich! Nicht hetzen! Da war ein Grün! Da war ein Grün, das war gemein! Und dass die so lange braucht dann! Der Wahnsinn! Hinreißend! Heiliger Waschbrettbau! So muss es sein! Ja, du darfst einfach keinen Fehler machen, ne? Wir dann dürfen einfach keinen Fehler machen. Stimmung in die Bude. Wir dürfen einfach keinen Fehler erlauben, so ist das erlaufen. Kann mich gar nicht satt sehen. Ja, weiter so. Einfach perfekt. Echter Wahnsinn. Traumhaft. Heiliger Waschbrettbauch. Perfekt. Einfach perfekt. Jetzt aber. Scheiße. Das bringt mich echt durch ein Konzept. Hinreißend. Vorbildlich. Dieses Halb. Ding, ne? Du musst den Rhythmus fühlen. Gut, wir werden schneiden, wenn das jetzt hier nicht funktioniert. Ihr seid beide unglaublich. So muss es sein. Kann mich gar nicht satt sehen. Wohl doch nicht. So gut wie alles. Okay, einmal noch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann schneiden wir. Dann bring dir mal etwas Stimmung in die Bude. Wir waren so gut am Anfang, ne? Und dann
Jetzt geht's auch andersrum. Ach komm schon. Einfach perfekt. Traumhaft. Dass das jetzt andersrum geht, das ist echt. Du musst den Rhythmus fühlen. Du musst den Rhythmus fühlen. Ich mochte das schon im Normalen nicht und jetzt. Ja, weiter so. Der Wahnsinn. Perfekt. Echter Wahnsinn. So muss es sein. Wer wohl das Rennen macht? Ihr seid beide unglaublich. Vorbildlich. Ja, weiter so. Kann mich gar nicht satt sehen. So muss es sein. Nein, warum zieht er jetzt da durch da hinten? Ist er doof? Das ist doch unfair. Hinreißend. Wir waren so gut und dann macht er 1-2-1-2. Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Ich meinte, was? Ich habe noch nie ein Training bereut. Heiliger Waschbrettbau. Der Wahnsinn. Perfekt. So muss es sein. Herrlich, wie der Schweiß glitzert. Echter Wahnsinn. So muss es sein. Ja, weiter so. Der Wahnsinn. Ihr seid beide unglaublich. Vorbildlich. Einfach perfekt. Heiliger Waschbrettbau. Nein. Sehen. Ja, wir haben es geschafft. Was? Was ist das? Das andere kriegen wir aber nicht hin. Es geht noch etwas besser. Es geht noch besser, ja, du hast gut reden. Scheiße, dagegen komme ich nicht an. Tja, aber also wirklich, ja, jetzt gegen ihn. Das kann jetzt dauern. Bam, 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 bam. Oh, das speichere ich schon mal. So weit komme ich nie. So, Leute, dann wollen wir mal gucken, ne? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht beim ersten Mal? Sonst werden wir schneiden. Diesmal aber wirklich. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, schneide ich. Okay, wir lächeln. Der wird eh der Profi sein. Der wird jetzt durchknallen. Nein, Tifa, warum bei L2? Echt? Heiliger Waschbrettbau. Diese Energie. Unglaublich, diese Kraft. Ja, weiter so. So muss es sein. Vorbildlich. Wir waren zu schnell einfach. Alter, wie hat der denn schon 34, 38, 35? Hab einfach Spaß an der Sache. Ja, ja, hab einfach Spaß an der Sache. Er zieht einfach durch. Hä? Willst du das schnell machen? Da muss ja perfekt sein. Das stellt alles in den Schatten. Echt der Wahnsinn!
Wahnsinn! Der Wahnsinn! Ja, er tut am Anfang so, ah, aber trotzdem ist sau hart auf einmal, ne? Ab hier schneiden wir jetzt. Gut, wir sehen uns gleich, wenn wir es geschafft haben. Nicht mehr. Hab einfach Spaß an der Sache. Einfach perfekt. Heiliger Waschbrettbauch. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ja, weiter so. Geballte Muskelpower! Echter Wahnsinn! Diese Energie! Der Wahnsinn! Vorbildlich! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort! Ja, weiter so! Einfach perfekt! Echter Wahnsinn! Das stimmt alles in den Schatten! So muss es sein. Heiliger Waschbrettbauch. Diese Energie. Der Wahnsinn. Ja, weiter so. Gewandte Muskelpower. Einfach perfekt. Unglaublich diese Kraft. Vorbildlich. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. So muss es sein. Geballte Muskelpower. Echter Wahnsinn. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, Mann. Das war aber echt perfekt gemacht jetzt, ne? So geht das weiter, ja. Besser soll's nicht gehen. Wow. Du bist einfach zu athletisch für mich. Ja, zum Glück. Wow. So, dann lass uns noch mal gucken, dass wir noch irgendwas außer Dabsen kriegen. Das hier vielleicht noch. Und das hier unten vielleicht. Das kriegen wir noch hin, ne? Was haben wir denn jetzt noch hier? Lass uns die Muskeln singen lassen. Nein, wir haben alles. Nö, mach ich nicht noch mal. Warum? Das war genug Sit-Ups. Hoffentlich komme ich hier nie wieder her. So, genug Sit-Ups für alles. Wir benutzen die Seilrutsche und dann sind wir unten, ne? Zum Muschelstrand, hier können wir noch hin. Wir nehmen das und gehen da unten und dann, ne, vielleicht noch die Story mitnehmen. Lasst uns mal ein bisschen hier noch, ne, mitnehmen. Vor allem, ja, die ganzen Sit-Ups, ey, puh, das war echt, ja, zum Glück haben wir 100%. Gemacht. Wir haben bis jetzt alles geschafft. Der, mir graut vom Goldsoßer, ne, falls in diesem Spiel der Goldsoßer existiert. Sollte er aber eigentlich, ne, weil war auch auf die Hälfte beim Originalteil, glaube ich. Dann, ja, was gab's denn als Schokobo? Werden denn die ganzen anderen Sachen, Triple T-Rat, gab's das da? Nee, gab's in 8, ne? Keine Ahnung, kommen durcheinander die ganzen Sachen, ja, mit Sit-Ups und sonst irgendwas und davor hier die ganzen Rummelspielplätze. Wow. Ja, lasst uns jetzt ein prima E-Stück finden. Hier war irgendwo eine Höhle, ne? Geht weg, ich möchte nicht kämpfen. Ich habe genug Adrenalin heute. Gegen Jean anzutreten ist nicht so gut. Der haut dich einfach fast weg. So. Ein letztes Mal die hier umhauen.
da noch und dann geht's jetzt hier rein. Achso, ich dachte, ich musste da hoch springen oder so. Nein, wir müssen hier reinschwimmen. Was ja auch cool ist. Feldbericht Alexanders Schrein. Der erste dürfte einfach sein, oder? Oh, guck mal, Fischchen hier drinne. Karpfen. Nee, Kois. Karpfen, sag ich schon. Japanische Kois waren da drin. Sind da drinne, waren. Gleich nicht mehr, wenn ich geangelt habe. Ja, Kristall analysieren, bitte. Bitte einmal analysieren. Aha. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Gut, dass wir es geschafft haben, gleich das erste Mal. Super. So sieht Alexander also aus, okay? Die wollen wir dann wahrscheinlich auch mal beschwören, ne? Abgeschlossen. Ja, Shadley, lass mich weiter, bitte. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett von dir. Das ist sehr nett. Und wir machen jetzt hier, dass wir auch zum Weg kommen. Und da unten noch einen Kampf machen und dann die Hauptgeschichte vielleicht einmal ein bisschen voranschreiten lassen. Dann haben wir vielleicht noch was davon. Durch die ganzen Sit-Ups. Na, vielleicht ist ja auch hier in der Gegend der Goldsoße. Also warte mal, wo war der nochmal gewesen? Ich weiß es nicht mehr, ne? War der am Strand irgendwo? Meine Erinnerung, ne, dass so lange erst ich Final Fantasy 7 mal gespielt habe, da war ich Teenager, glaube ich. War ich das oder noch Erwachsenen? Ja, angefangen Erwachsenen, aber so richtig durchgespielt zigmal als Teenager. Ja. Ja, bis dahin. Ab hier ist Vorsicht geboten. Schockanfällig machen. Wir machen die schockanfällig. Warte. Analyse. Mit Eis. Ja, wir müssen einen schockanfällig machen. Ist gut. Haben wir gemacht und jetzt innerhalb des Gegners Zeitlimit. Wir haben Limit, ne? Genau auf den da. So, fertig. Alles abgeschlossen, ja. Vielen Dank. Ja, sehr wertvolle Daten. Abgeschlossen, das Missionsergebnis. Nice. Ja, ich weiß, dass wir halb tot sind. Deswegen sollten wir zurück zur Bushaltestelle, wollte ich sagen. Schokobo-Haltestelle. Und uns einmal regenerieren. Und zum Missionsziel laufen. Ich meine, wir können ja auch noch alles hier unten, ne? Erkunden, aber es ist riesig. Da sollten wir hier oben das vielleicht mal mitnehmen. Einfach mal so. Wir haben ja hier alles erkundet.
So, na du, Haltestellentypi. Wir werden dann mal hier rangehen und das Kissen benutzen. Wir haben nur noch ein Kissen. Wir sollten Kissen herstellen. Oder kaufen. Eins von beiden. Eins von zehn. So. Das ist aber gut, dass wir das alles haben. Dann geht's jetzt auf zur Geschichte weitermachen. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ihr könnt auch gerne mal ein Like da lassen und ein Abo und die Glocke aktivieren, wenn ihr es möchtet. Ich muss noch mal gucken, nachdem, wenn ich jetzt hier die ganzen Aufnahmesessions fertig habe, ne, dass ich gucke, wie man sowas animieren kann. So Abo-Button drücken und so. Wenn man ein anderes Tool noch dazu braucht, dann wieder Geld ausgeben. Muss man erstmal gucken, ob ich... Ja, manche Sachen kosten sehr viel. Und wenn man das hier noch nicht beruflich macht, ist das ein bisschen viel dafür. Und man muss es auch erstmal können, ne? Aber... Müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Barrett kommt von hier. Los, gehen wir. Sag mal, wusstest du, dass Materia kristallisiertes Makko sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia? Na dann, Volldampf voraus! Volldampf voraus! In den Reaktor. Wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich. Also benimm dich wie ein Team. Ich hoffe so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Angst? Ja, aber wenn wir das... Barrett, darf ich singen, was? Körlgebirge da oben, Position auf der Karte. Ja, aber wenn wir hier reingehen, dann kommen wir doch zur anderen Region weiter, oder? Naja, gut. Dann machen wir das, den Hiking Trail in der nächsten Folge. Das trifft sich nämlich gut. Wir sind dann hier fertig in der nächsten Folge und wir sehen uns dann. Danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Danke, danke, danke. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Und ich gehe jetzt auch ins Bett.